Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. So, wir sind hier beim Global Market, wo schon einiges an Ware drin ist. Also ich lasse jetzt auch die Silage hier reinfahren, weil wir da einen besseren Kurs kriegen wie bei der BGA. Und bei der BGA haben wir ja auch noch das Problem, dass die ja die Sachen erst verarbeiten muss und das dauert ja. Also fahre ich die Sachen hier schon mal rein. Raps kommt vom Feld 7 auch noch ins Global Market, wobei ich aber Raps momentan, wo ist er, hier beim Fruchthandel verkaufe. Da haben wir einen besseren Preis. Aber ich nehme jetzt erstmal die Sachen aus unserem Lager. Vielleicht sollte ich die beiden dann doch auch umstellen, dass die, wo sind sie? Dann nicht mehr im Global Market, sondern wieder zum Hauptlager fahren. So. Du bist schön fleißig am Fahren. Ja, da den haben wir ja fast leer gemacht. Hier kommen nochmal Gerste runter. Und hier wurde gerade verkauft, eben müssen wir noch sagen, dass du zum Hauptlager fahren sollst. Weil beim Global Market müssen wir ja auch wieder den Ausgang definieren. Und das haben wir ja noch nicht. Und ob die jetzt im Global Market oder zum Hauptlager fahren, macht ja jetzt nicht so viel, sind eh zu zweit. Was ja auch viel Betrieb. Das heißt, dass der gut am Arbeiten ist. Und hier wird Feld 23 schon wieder angesät. Feld 24, es hat auch schon einmal abgetankt, also ist auch noch beim ersten Vorgewende. Drescher scheint aber gerade voll zu sein. Und ruft sich jetzt gleich den Abfahrer, sobald er hier stehen bleibt. So. Macht auch dann noch den Motor aus, was ja wirklich nicht nur tut für die Sekunde. Ja, wie sehen die beiden Felder aus? Ja, vom Kalken ganz gut. Ach, da unten kommt auch noch Unkraut drauf. Das sind immer Bahnen, die hier. Feld 24 muss gekalkt werden, müssen wir auch im Auge behalten. Und gepflügt auch. Nee, gepflügt nicht, nur gekalkt.
Gut, aber ihr habt ja noch zu tun. Wir können hier die Spritze oder den Starrer mal auftanken. Der kann sich nämlich jetzt einen Striegel schnappen und am besten fällt 23 da die, was wir gerade gesehen haben, wegmachen. Weil so wirklich Düngerspritzen auf den beiden anderen Feldern kann ich ja nicht, weil die ja so bisschen... Ja, komische Düngerstufen da drauf haben. Und da würde ich schon gern haben wollen, dass die Striegel nicht mehr auf dem Feld sind. Und da das noch ein bisschen dauert, können wir hier vorne mal das wieder wegmachen. Die Sämaschine sollte ja jetzt gleich das zweite Vorgewende hinter sich haben. Und das Schöne ist, man sieht jetzt noch schön das Unkraut. Man muss nicht raten, wo es ist. Ah, da sehen wir es doch. Ganz schön knapp. Wartet mal, dann werde ich den noch mal hier umsetzen. Der soll ruhig da was stehen haben. Dann kommt er noch einmal zurück. Wenn wir noch ein Stück weiter gehen können. Ne, aber das passt. So, Feld 7. Hier wird abgeladen. Ja, die nächste Ladung Raps. Hier ist Silage. Ja, der wartet ganz normal. Du auch. Eine Ladung kriegst du ja noch drauf und dann dürftest du auch voll sein. Und dich müssen wir jetzt im Auge, ob du noch einmal eine Tour an der rechten Mauer machst oder nach links fährst. Ja, 3,1 Millionen haben wir. Na komm, es sollte doch jetzt reichen.
Ja, er will noch mal hier rüber. Und wir ziehen einfach rüber und dann passt das schon. Helfer E hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das könnte der Striegel sein, oder? Ja. Du hast aber da drüben sehr früh umgedreht. Wir können jetzt... einmal dran langs gehen. Ja, die Seemaschine ist halt 15 Meter und ich habe hier nur 12. So, dann haben wir die Seite doch komplett fertig bearbeitet. Dann ist die andere Seite noch dran. Eigentlich hatte ich gedacht, er macht da ein bisschen länger. Aber schauen wir uns mal an, das sieht mir noch sehr viel aus, weil er hat hier nämlich schon aufgehört. Frage ich mich, warum? Dann fahren wir die mal die 500 Meter hin und zurück. Wenn das Unkraut dann über das ganze Feld kommt, dann können wir ja den von vorne rein starten. Dann ist hier natürlich nichts mehr, klar. Aber das ist dann zu vernachlässigen für die Fläche, wo dann Unkraut drauf ist. Das war und noch mal zurück. Vielleicht ist dann eine von den beiden anderen Striegeln auch schon so weit. Und dann können wir mal gucken, wie wir da düngen.
So, dann haben wir es doch. Ist das Feld wieder sauber? Dann kommen wir hier einmal zum Waschplatz. Dann ist er am Hof. Die nächste Ladung Hafer und Raps. Mal schauen, wie die, ob die Preise noch. Ja, Raps sieht gut aus und Hafer ist auch noch gut. Was haben wir denn hier mittlerweile schon an Silage drin? 280.000, also 20 Fahrten haben wir reingefahren. Aber da geht noch entschieden mehr. So, hier kommt die nächste Ladung. 67.000. Ja, der kommt schon. Das ist gut, dass er da stehen geblieben ist, nicht dass er noch die 100% voll gemacht hätte und dann hätte er vielleicht nur eine Viertelbahn gehabt und dann wäre er bei der nächsten Bahn der Abfahrer wäre im Weg gewesen. Also so, du bist voll, du dürftest auch jetzt zum Hof fahren, genau. Wie weit sind jetzt die Striegel auf Feld 17 und 11? Gut, der wird ganz normal durchziehen. Vielleicht können wir dann als erstes Feld 11 bearbeiten und von dieser Ecke gerade hoch. Müssen wir gucken. Können wir dich dann am besten hinschicken? Feld 17. Hast du schon mal die Richtung? Na gut. Nochmal 100.000 fast. Silage bei den Fermentern haben wir ja auch noch.
Die sind aber auch noch am Arbeiten. Hier sind noch 400.000 drin. Wir haben 800.000 Silage allein hier schon. Ich würde sagen, die können wir auch erstmal wegfahren. 800.000, das ist eine Menge. Die werden wir mit dem LKW wegfahren. Ich fahre mal hier durch die Bäume und werde ihn einmal kurz reparieren. Jetzt komme ich nur gar nicht dran. Müssen doch drehen. Wie weit bin ich weggeblieben? Reparieren, ja. Gucken. LKW ist repariert. Wie viel hat er? Doch, muss auch. 77%. So, dann würde ich sagen, du lädst beim Fermenter. Fermenter Ausgang 1. Du bringst ihn zum Global Market. Silage. Abmarsch. Da ist die Sämaschine vom Feld 23, die sich gerade auffüllen fährt. Da kommt ein Abfahrer. Ob das alles so läuft. Da kommt der andere LKW. So, diese Silage wird schon mal abgepumpt. Feld 17, da ist er schon. Aber wir wollen ja nicht hier. Oh, das sieht ja aus. So, wir haben gesagt, wir fahren quasi, müssen hier geradeaus hoch. Richtig? Ja. Aber wir können ein bisschen rein. Aber wahrscheinlich können wir hier auch düngen, kann das sein? Nee.
Da ist genau die Grenze. Ja. Und der Striegel sollte ja auch gleich zu Ende sein. Ah, noch nicht. Aber der hat auch noch ein paar Bahnen. So. Sind die ersten 50.000 hier raus. Wie schnell wird 3.000 wird nachproduziert pro Stunde? Hier sind aber noch keiner von den beiden ist noch zum Hof gefahren. Und du müsstest jetzt gerade abgetankt worden sein, jawohl. So, dann hat er sein Vorgewinde erledigt. Und da fehlt auch noch ein bisschen was. Mit dem Fendt können wir gleich vielleicht Global Market nochmal anschließen, mit, dass wir da vielleicht auch noch mal den Raps rausbekommen. Da kommt der LKW. Uiuiuiui. Aber der bremst. Das sah ganz schön schnell aus, wie der da ankam. Nehmen wir den jetzt mal kurz raus. Einmal entleeren, ganz schnell. Jetzt müssen wir mal schauen. Bekommen wir hier Raps raus oder da drüben? Hier eine Mischration und Silage. Und dann hier, schätze ich mal, die Getreidesorten. Ja, gut. Zeige ich uns mal die Kurse an. Dann würde ich nämlich einen Kurs neu einfahren wollen. Wenn wir jetzt sagen, hier mach an.
weil ich möchte nicht, dass er hier die anderen Trigger schon erkennt. Dann fahren die auch schneller. Global Market Ausgang A. So, dann kommen wir hier wieder auf den Kurs. Wir können den mit dem verbinden. Hier machen wir aus. Und jetzt müssten wir, bevor wir die löschen, den mit dem verbinden. Den mit dem. Ah, das haben wir nicht. Ah, sieht mir besser aus. So, mit dem verbinden. Dann. Ich hoffe, hier ist keiner auf den Kurs. Dann nehmen wir die Punkte mal weg. Hier vorne sieht es gut aus. Haben wir noch hier einen Punkt oder noch zwei. So, dann dürften wir das doch jetzt hier sauber haben. Dann können wir dich ja wieder auf Kurs bringen. Wenn uns gleich einer entgegenkommt, dann können wir ja schauen, ob unsere Veränderung der Kurse irgendwas geholfen hat. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen, hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.